Ja, okay. Also Leute, bevor das wieder losgeht, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, um zu gucken, wie viele von euch aktiv sind. Sag. Okay, hab ich doch. Viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss euch was sagen. So ein Video wird das nicht wieder, keine Sorge. Solche Videos, da bin ich raus. Diese depressiven Phasen, Digga. Leute, mir geht's weg damit. Hey, ich hoffe, dir geht's gut. Und zwar, ich will das Video gar nicht so lang machen, Leute. Ich brauche eure Unterstützung. Ich brauche eure Hilfe und ich brauche eure Meinung. Ich brauche Zeit. Ich brauche ein Lamborghini, aber das ist eine andere Geschichte. Ich kann einfach nicht ernst bleiben, ohne irgendwie unnötige Sprüche rauszuhauen. Wie sieht mein Hintergrund aus? Das sieht zu scheiße aus, Digga. Ich habe einen neuen Kanal gestartet. Den findet ihr unten in der Beschreibung. Falls du mich öfter sehen willst, kannst du diesen Kanal gerne abonnieren. Nächsten Monat ist es wieder soweit. Fasten beginnt. Hurra! Und wie viele von euch wissen, mache ich ja immer in Ramadan Diaries. Naja, fast immer. Meine Frage an dieser Stelle wäre... Junge, mit Vollmond redet man nicht. Sorry. Meine Frage wäre, habt ihr überhaupt noch Bock auf ein Ramadan Diaries? Ilkel hat sich auch 2 Wochen Urlaub genommen, das heißt, wir könnten 2 Wochen lang mit ihm zusammen komplett Videos durchziehen. Falls ihr Bock auf ein Ramadan Diaries habt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Ich würde mich freuen, wenn das Video 2000 Daumen hoch kriegt. Wir müssen klein anfangen. Dieser Kanal ist, wie viele von euch sagen, tot. Aber tot würde ich das gar nicht bezeichnen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ein Fußballer ist verletzt und das für eine längere Zeit. Irgendwann ist er wieder gesund und will wieder anfangen, Fußball zu spielen. Er wird aber auch nicht sofort diese 100%ige Leistung bringen. Ey, Bro, ich kann dich echt nicht, aber Killer-Vergleich, Mann. Danke, Mann. Was ich damit nur sagen will, ist, Leute, ich brauche wirklich Zeit. Hört bitte auf mit diesen Kommentaren. Du bist tot, dein Hype ist weg, bla bla bla. Falls ihr mich weiterhin unterstützen wollt, falls ihr mir zugucken wollt, dann seid dabei. Genießt den Content, den ich bringe. Und wenn alles wieder in die Normalität zurückkehrt, Corona ein bisschen weniger wird, bla bla bla, bin ich wieder auf der Straße und ich mache meine Street-Videos. Darauf freue ich mich, aber momentan geht's halt nicht. Und ich bin leider auch nur ein Mensch und ich mache das Ganze 6, 7 Jahre oder so. Und irgendwann, guck mal, ich habe hier schon ein Loch. Ich weiß echt nicht, wohin mit dem Content. Das ist wirklich schwer. Deshalb hoffe ich, dass ihr Verständnis dafür habt. Und eine ganz wichtige Bitte habe ich noch, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was für ein Content ihr auf diesem Kanal haben wollt. Ich wollte euch einfach ein kleines Update von mir geben. Aber Leute, bitte, ich möchte auf diesem Kanal wirklich kein Hate sehen. Ich tue mich auch überhaupt gar nicht vergleichen von wegen InScope hat das, Monte hat das. InScope ist InScope, Monte ist Monte, ich bin ich. Verpiss dich, du! Deshalb vergleicht mich und euch selber auch niemals mit anderen und versucht einfach der Beste zu sein, der ihr sein könnt. Ich möchte nur noch positive Vibes auf diesem Kanal. Naja, ich rede wieder ganz schön viel. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und das Video geschaut hast. Wie gesagt, mein Twitch ist unten in der Beschreibung und mein neuer Kanal ist unten in der Beschreibung. Folgt mir dort, damit ihr ein bisschen mehr von mir habt. Ich brauche einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Mehr nicht. Puh. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war voll cringe. Peace.